Hallo. Ich bin Lydia Württemberger und arbeite in einem Projekt des Medienzentrums Ruhr zum Thema Demokratieverständnis in Zeiten der Pandemie. Die Covid-19-Pandemie betrifft uns alle und beeinflusst unser Leben seit dem Frühjahr 2020 sehr stark. Wir mussten und müssen unsere persönlichen sozialen Kontakte einschränken. Die Schule fand und findet nicht wie gewohnt statt. Viele müssen sich an neue Arbeits- und Lernformate gewöhnen. Homeoffice wurde für viele zum Alltag, auch für Studierende. Neben den Auswirkungen auf die sozialen Kontakte und das Schul-, Uni- und Arbeitsleben stellt die Pandemie auch eine Herausforderung für unsere Zivilgesellschaft dar. Es wird diskutiert, wie weit Einschränkungen in einer Demokratie gehen dürfen und wer darüber entscheiden soll. In diesem Audiobeitrag hört ihr, wie sich der Alltag von Studierenden in der Pandemie verändert hat. Welche Gedanken machen sich Studierende um ihre Mitbestimmung an der Uni und in der Gesellschaft allgemein? Wie nehmen sie die Situation unserer Demokratie und ihre Entscheidungsprozesse wahr? Diesen Fragen sind wir in Telefoninterviews mit Studierenden nachgegangen. Dabei geht es um die persönlichen Erfahrungen unserer InterviewpartnerInnen, die jede und jeder vermutlich anders erlebt hat und anders erlebt. Zunächst haben wir die InterviewpartnerInnen gefragt, wie sie die Pandemie wahrgenommen haben und wahrnehmen. Die Pandemie ist ein großer Einschnitt, weil sie viele Sachen einfach kolossal verändert hat. Besonders am Anfang war das halt auch so, dass keiner wusste, wie genau geht das denn jetzt. Und keine Ahnung, was 1000 Fragen natürlich, die irgendwie auf einen zukommen. Und wo man auch weiß, die Mitarbeiter in der Uni sind gerade auch überfordert, weil die halt auch alle diese Fragen haben und erstmal Antworten finden müssen. Und mittlerweile würde ich aber sagen, dass die Pandemie ein bisschen Alltag geworden ist. Als nächstes fragten wir danach, wie unsere InterviewpartnerInnen zu den Einschränkungen an der Uni stehen. Diese Einschränkungen halte ich für richtig und auch für wichtig. Und wenn andere Leute etwas dran kritisieren, dann denke ich mir, dass ich ja die negativen Seiten auch sehr stark erlebe. Allein schon aus dem egoistischen Interesse heraus, dass ich bald wieder in die Uni gehen will, muss das so sein, sagte Wilko dazu. Annes Antwort geht in eine ähnliche Richtung. In meinen eigenen Veranstaltungen habe ich auch gemerkt, dass es einigermaßen gut auch online funktioniert. Ich kann es auch verstehen, dass es nicht perfekt gelöst werden kann, weil das einfach eine sehr außergewöhnliche Situation ist. Die Einschränkungen an der Uni erlebe ich als notwendig und ich empfinde sie auch als richtig. Vieles, was organisatorisch läuft, auch online läuft, ergänzt Dörte. Alle InterviewpartnerInnen halten die Einschränkungen an der Uni für richtig. Ihnen ist bewusst, dass die Situation in der Pandemie auch für die Uni als Organisation und für die Lehrenden schwierig ist. Andererseits haben sie die Erfahrung gemacht, dass einige Aspekte am Studieren in der Pandemie besser und andere umso schlechter funktionieren. Dörte beschreibt ihren Pandemiealltag folgendermaßen. Also ich erlebe ihn ziemlich entspannt, kriege aber mit, dass viele meiner Kommilitoninnen das gar nicht so entspannt wahrnehmen, weil viele der Dozentinnen quasi denken, ja, die haben jetzt da viel Zeit. Und ich kriege auch mit, dass manche Dozierenden die Online-Lehre anders machen, als wenn es Vorlesungen wären. Und das finde ich super schade. Also zum Beispiel habe ich über die Fachschaft mitbekommen, dass Studierende bei einer Vorlesung einfach komplett nichts von ihr hören, sondern einfach gesagt kriegen, ihr müsst das Buch lesen und wenn ihr das gelesen habt, dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Von ähnlichen Erfahrungen erzählt Wilko. Und fast jeder Dozent hat einfach nur viele Texte rausgegeben und dann sollte man die lesen. Das war, finde ich, ein sehr unschönes Studieren. Das macht ein Studium nicht aus, wo ich in eine Interaktion treten möchte und vielleicht nochmal Sachen diskutieren will oder sollte, um einfach nochmal ein besseres Verständnis für Zusammenhänge zu bekommen. Allerdings sagen die Dozierenden halt, ja, aber für uns ist die Zeit ja auch nicht einfach. Also müssen wir manchmal auch Wege finden. Dörte erwähnt an dieser Stelle die Fachschaften. Sie sind eine Möglichkeit für Studierende, an der Uni zu partizipieren und an Entscheidungen mitzuarbeiten. Sie sind gedacht als eine demokratische Mitbestimmung im Kleinen. Wie aber diese Partizipation von Studierenden an der Uni wahrgenommen wird, ist sehr unterschiedlich. Also bei uns in der Uni werden wir sehr viel informiert über, was generell passiert innerhalb der Uni. Und wir werden auch immer darüber informiert, wenn wir Mitspracherecht haben. Man kann eben auch an den
Studentenparlamentswahlen teilnehmen oder sich da sogar aufstellen lassen. Annes Erfahrungen und Interessen sehen etwas anders aus. Es gibt Möglichkeiten mitzubestimmen an der Uni, aber ist mein Interesse, glaube ich, mich da zu engagieren, meistens sehr gering. Also ich glaube, wenn man es wollte, könnte man sich schon auch in diesem Rahmen engagieren. Aber ich glaube, dass es mir wie vielen Studenten geht, die irgendwie einfach das so nehmen, wie es ist und da wenig Kraft und Energie reinstecken wollen, etwas zu verändern. Was denkst du, müsste sich verändern, damit sich mehr Studierende an universitären demokratischen Entscheidungen beteiligen? Ja, dass man aufzeigt, was es bringt. Also damit man dann auch die Motivation hat, sich dafür einzusetzen. Annika plädiert für eine größere Bereitschaft der Studierenden, sich an den vorhandenen demokratischen Strukturen auch zu beteiligen. Ja, möglichst sollten Studierende natürlich ihr Recht wahrnehmen, wenn sie die Möglichkeit haben, irgendwo etwas mitzuentscheiden, das dann auch wirklich zu tun. Zum Beispiel an Wahlen auch wirklich teilzunehmen oder sich überhaupt darüber zu informieren, zu welcher Zeit Wahlen stattfinden. Ähnlich sieht es auch Dörte als Fachschaftsmitglied. Ich glaube, es muss halt was passieren in dem Sinne, dass Studierende generell Bock haben, sich zu engagieren. Also ich weiß nicht, inwiefern man Uni-Strukturen ändern müsste, damit Studierende mehr machen wollen, so, weil eigentlich ist die Struktur so einfach, aber man muss dazu auch irgendwie Bock haben. Probleme an diesen Uni-Strukturen sieht Annika. Sie nennt Hindernisse, die nun besonders in der Pandemie erkennbar werden. Bei uns in der Uni jetzt im Januar die Studentenparlamentswahlen stattfinden werden. Also wir haben eine Mail bekommen, in der musste man ein Formular runterladen. Das musste man aktiv ausdrucken und ausfüllen und das dann in Papierform im Briefkasten von der Uni schmeißen, damit man überhaupt die Wahlunterlagen für diese Stupawahl zugeschickt bekommt. Ich gehe davon aus, dass die Wahlbeteiligung bei dieser Stupawahl deutlich geringer sein wird. Also es ist eine sehr große Hürde, an Demokratieprozessen teilzuhaben. Auch Wilko sieht strukturelle Probleme. Zur Partizipation an der Uni sagt er: Ja, die kommt halt strukturell mehr oder weniger gar nicht vor. Also man kann sich vielleicht in ein paar Gruppen oder sowas engagieren, aber man kann gar nichts verändern, weil die Struktur der Uni meines Erachtens nach so ist, dass sich nichts verändern soll. Ich denke, dass die Strukturen verändert werden müssten, beziehungsweise dass man als Studierende einerseits unter so viel Zeitdruck steht, aber andererseits so viele Handlungsmöglichkeiten innerhalb der Uni hat, dass sich meistens sehr wenig verändert. Von der Uni als vergleichsweise kleine Institution innerhalb der Gesellschaft kommen wir nun zur Partizipation in der gesamten Gesellschaft unserer Demokratie. Wie funktioniert Demokratie in Pandemiezeiten? Wie empfindest du die Möglichkeit zur demokratischen Mitbestimmung während der Pandemie? Man kann an der gesamten Demokratie ja zum Beispiel durch Demonstration, aber auch durch Petitionen teilnehmen. Und das kann ich sehr gut online machen. Zwar bestehen diese Möglichkeiten, Dörte und Wilko sehen jedoch Einschränkungen. Es ist möglich, es ist ein bisschen komplizierter, weil man halt nicht mal eben einfach so ins Gespräch kommen kann, sondern man muss dann halt Mittel und Wege finden, Personen zu erreichen. Ich bin gerne zu den Fridays for Futures Demonstrationen gegangen und auch zu sonst anderen Demonstrationen, die jetzt wegfallen. Das bedeutet, mein zivilgesellschaftliches Engagement ist quasi gen Null gegangen. Und dadurch hatte ich das Gefühl, dass man insgesamt vielleicht auch ein bisschen stärker war als jetzt, wo der Austausch zwischen verschiedenen sozialen Bewegungen eher weniger geworden ist. Studierende nehmen also Veränderungen von demokratischen Strukturen wahr. Darum haben wir danach gefragt, welche Aspekte aus der Politik besonders präsent sind. Am präsentesten waren bei mir dann immer solche Pressemeetings, wo dann irgendwie wieder neue Regeln verkündet wurden. Wie werden die begründet? Vorher bei der Politik fühlte man sich irgendwie oft von den Themen so weit weg. Ich denke mal, jeder hat irgendwie mit der Pandemie irgendeinen Bezug dazu gehabt. Also es war halt einfach ja wichtig zu wissen, was wurde jetzt beschlossen, weil das ja dann auch unseren Alltag prägte oder immer noch prägt. Fast alle merken an, dieses Pandemie-Thema scheint alles so ein bisschen zu überschatten. Also, dass andere Themen scheinbar nicht mehr so wahrgenommen werden.
Aber gleichzeitig habe ich auch wahrgenommen, dass unterschiedliche weitere Themen sich darum gekümmert werden muss. Also zum Beispiel, dass Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft hatte. Dann beschäftigt mich auch das Thema Flüchtlingskrise besonders, dass eben die Menschen, die da jetzt in dem Lager in Moria erneut ihr Zuhause verloren haben und dass diese Menschen in überfluteten Zelten da jetzt mit wenig sanitären Anlagen leben müssen. Und wenn man dann noch weiterdenkt, dann kommen dann noch sowas wie Umweltschutz und Klimakrise und Kriege hervor. Dass es eben wichtig ist, dass wir uns nicht nur auf die Pandemie konzentrieren. Es gibt eben auch noch andere Themen, und die man nicht jetzt vernachlässigen darf, nur weil es ein anderes, größeres Thema gibt, was die anderen Themen in den Hintergrund rücken lässt. Es gibt aber auch Themen, die durch die Pandemie noch dringender werden, als sie vorher schon waren. Noch ein weiteres Thema, was für mich wichtig ist, ist die Digitalisierung an Schulen, die jetzt durch die Pandemie natürlich eigentlich vorangetrieben werden sollte. Und da wird zum Beispiel von der Politik meiner Meinung nach nicht so viel Unterstützung gegeben. Auch Wilko spricht die Digitalisierung an. Er sieht in der Pandemie Potenzial für die Beschleunigung der Digitalisierung an der Uni. Dass die Uni ihre Online-Funktion bearbeitet. Und das sind viele verschiedene schöne Möglichkeiten, die Wissensvermittlung schöner und angenehmer zu gestalten. Ein weiteres Thema, das Annika gerne mehr im Fokus der Politik hätte, ist die Situation der Pflegekräfte. Natürlich die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, die zum Teil einen geringeren Bonus gekriegt haben als andere. Da habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass diese Personen von der Politik sich im Stich gelassen fühlen und höchstwahrscheinlich ihren Beruf wechseln werden. Und das ist natürlich eigentlich genau das, was die Politik nicht möchte. Da klar ist, dass wir mehr Pflegepersonal brauchen. In der Öffentlichkeit und in der Politik wurde immer wieder diskutiert, wer die Entscheidung über die Notmaßnahmen treffen soll. Ich finde es gut, wenn von der Bundesregierung oder von dem Parlament so generelle Regeln kommen würden, die dann für alle Bundesländer gelten. Aber ich finde es wichtig, dass schon auch nochmal in den Ländern Entscheidungen getroffen werden, weil in den Bundesländern die Situation auch sehr unterschiedlich aussieht. Aber dass es irgendwie so eine gemeinsame Basis gibt, wie zum Beispiel irgendwie die Maskenpflicht oder so, das finde ich dann schon wichtig. Andererseits, was schwierig ist, wenn die Länder halt eigene Entscheidungen treffen, dass ja auch Deutschland trotzdem sehr vernetzt ist. Also das ist natürlich dann eine Schwierigkeit. Als zuständige politische Organe werden das Parlament oder die Regierung genannt. Da sehe ich irgendwie jetzt auf beiden Seiten Vor- und Nachteile. Vielleicht könnte man das dann auch mischen, dass man manchmal halt das ganze Parlament einholt, manchmal dann nur die Regierung. Ich kann es aber verstehen, dass oft dann die Regierung erstmal einfach die Entscheidung getroffen hat, weil das ja auch oft sehr schnelle Entscheidungen sein mussten. Andererseits ist es natürlich dann schwierig, wenn die Regierung was entscheidet und dann ist wahrscheinlich auch ein relativ großer Teil der Bevölkerung nicht so wirklich damit einverstanden. Annika legt Wert auf schnelle politische Entscheidungen in der Pandemie. Ich denke, dass die Regierung vielleicht schneller Maßnahmen durchsetzen kann, indem einfach schnell entschieden wird, was natürlich im Rahmen einer Pandemie sehr entscheidend sein kann. Andererseits könnte man natürlich irgendwie, dass die Personen aus dem Parlament in einer Art Eilabstimmung auch schnell Entscheidungen treffen können. Aber das Parlament lebt ja auch davon, dass man eben erstmal diskutiert und abwägt, welche Entscheidungen getroffen werden sollen. Und das würde dann wieder fehlen. Also das ist ein Dilemma. Ich finde, es muss ein Mix sein. Natürlich muss es irgendwo eine Entscheidungsmacht geben und ich finde, das macht die Politik ganz gut und ich finde auch, das Parlament sollte da ein bestimmtes Entscheidungsrecht haben. Es ist halt ein richtig komplexes Thema. Ich finde es halt super schwierig, wenn man nur einem Teil die Macht quasi gibt und ich glaube, es muss immer was geben, was so ein gegenteiliges Machtgefüge auch hat, einfach um zu verhindern, dass irgendwas richtig Krasses entschieden wird und wir in eine Zeit rutschen oder in eine Gesellschaft, die
auch nicht mehr die vielfältige Meinung akzeptiert. Wilko hingegen hat eine genaue Vorstellung davon, wie die Notmaßnahmen beschlossen werden sollen. Ja, so wie es gedacht ist, dass die Regierung Maßnahmen entscheidet und dass der Bundestag dann darüber diskutiert, ob die Maßnahmen angemessen sind und das dementsprechend dann nochmal versucht nachzubessern und die Regierung darauf hinzuweisen. Und das erfordert natürlich aber auch eine Diskussion innerhalb einer Partei und nicht nur die Legitimierung bestimmter Regierungsmaßnahmen durch die Koalition im Bundestag. Insofern denke ich, muss der Bundestag mehr eine Kontrollfunktion auch gegenüber den Regierungsmaßnahmen einnehmen und vielleicht auch schauen, in welchem Verhältnis das zu den sonstigen Schäden steht. Ich habe den Eindruck, dass das politisch oder öffentlich sehr wenig diskutiert wurde. Was hättest du dir von der Politik gewünscht? Mit der Zeit hätte man vielleicht auch das öffentlich mehr diskutieren können, welche Maßnahmen wirklich wirkungsvoll sind und welche Maßnahmen nicht so wirkungsvoll sind. Ich glaube, das hat auch sehr viele Leute gewundert und aufgeregt, dass man in Bussen oder so teilweise mit 40 Leuten in einem relativ kleinen Bus sein durfte, aber dass man sich dann nicht mit zwei Freunden treffen durfte. Anne findet, dass auch wenn die Bevölkerung nicht durch direkte demokratische Beteiligung in die Entscheidung einbezogen wird, die Politik trotzdem die öffentliche Meinung berücksichtigt. Und manchmal halt auch dann die Entscheidungen, die umgesetzt werden müssen, auch versucht gut zu begründen, dass die Bevölkerung halt auch mitzieht. Einen weiteren Kritikpunkt sieht Wilko in der Art der öffentlichen Diskussion über die Maßnahmen in den Medien. Von Politik im besonderen Maß habe ich eigentlich nur die Diskussion über verschiedene Handhabungen der Maßnahmen mitbekommen, was ich sehr schade finde, weil dieser Diskurs hauptsächlich über die Medien stattgefunden hat und nicht im Bundestag. Stattdessen nimmt er wahr, dass unsere Gesellschaft durch die Massenmedien sehr stark gesteuert ist, dass Massenmedien dazu da sind, gesamtgesellschaftlichen Dialog herzustellen, um dann einen gewissen Konsens zu finden und dann diesen Konsens dann mit Gesetzen im Bundestag dann halt zu verfestigen, um dann handlungsfähig zu sein. Und das ist halt in meinen Augen Demokratie. Und das ist in dieser Weise eher wenig der Fall, finde ich momentan. Trotzdem ist Wilko bewusst, dass die Situation am Beginn der Pandemie nicht viel Zeit für Diskussionen ließ. Und in der Hinsicht hätte man auf jeden Fall da viel mehr drüber diskutieren sollen. In einer Demokratie sind unterschiedliche Meinungen in einer Gesellschaft vertreten. Dadurch kommt es auch zu Kritik an Einschränkungen der Politik. Besonders in der Pandemie werden die Maßnahmen zu deren Eindämmung immer wieder kritisiert. Wie denken die Studierenden, dass man mit der Kritik an den Einschränkungen umgehen soll? Ich finde, wenn jemand Kritik an den Einschränkungen allgemein jetzt im Alltag ausübt, dann sollte man demjenigen auf jeden Fall zuhören, um zu verstehen, warum jemand das kritisiert. Ich denke, dass man mit diesen Leuten reden muss, auch wenn man es nicht will. Aber ich glaube, wenn man eine gesunde Diskussionskultur hat, dann kann man viel besprechen. Und natürlich kann man nicht zu jedem hervorringen. Aber ich glaube, das ist halt Demokratie. Jeder darf seine Meinung äußern. Als wichtigste Reaktion auf die Kritik an den Einschränkungen sehen die Studierenden das Gespräch mit den Kritisierenden. Andere Meinungen aushalten zu können, gehört für sie zur Demokratie und Meinungsfreiheit dazu. Da sind natürlich auch viele, die irgendwie so Verschwörungstheorien anhängen, aber andere auch, die meiner Meinung nach verständliche Gegenargumente bringen. Dass man halt nicht einfach alle in einen Topf wirft, sage ich mal, die dagegen protestieren, sondern dass man da schon Unterschiede sieht, wenn man einfach den Austausch sucht. Also das geht, glaube ich, nicht mit allen, aber mit manchen kann man ja auch dann ernsthaft darüber diskutieren. Und ich glaube einfach, wenn auch Leute merken, dass sie nicht ernst genommen werden, dann wird das, glaube ich, nur noch schlimmer. Und ich finde das auch okay, wenn das jemand kritisiert, aber ich finde das nicht okay, wenn man kritisiert und dabei jemand anderen in Gefahr bringt, zum Beispiel, weil man es leugnet, dass dieses Virus überhaupt existiert. Ich habe einen Einfluss auf diese Beschränkung, indem ich mich eben daran halte und dadurch dafür sorge, dass diese Pandemie vorbeigeht. Aber wenn jemand diese Einschränkung kritisiert, ohne eine fundierte Idee davon zu haben, warum diese Einschränkungen gut sind, sondern einfach nur, ich mag die Einschränkungen nicht, weil sie mich eben einschränken, dann finde ich diese Kritik nicht in Ordnung.
Die Grundlage für eine Diskussion sehen die Studierenden darin, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht geleugnet werden. Ab wann kann man noch mit jemandem, sage ich mal, reden und ab wann macht das irgendwie kaum Sinn mehr? Und ich finde es halt immer wichtig, dass man dann auf Fakten sich bezieht, weil dann kann man ja auch nicht argumentieren, wenn es überhaupt nicht mehr die Realität als Basis ist. Außerdem hat Annika einen Wandel in der Verwendung des Begriffs Querdenker wahrgenommen. Also am Anfang von der Pandemie, als die Querdenkerbewegung angefangen hat, weiß ich, dass ich gedacht habe, ja, diese Einschränkungen sind zum Teil schwer zu verstehen und ich konnte das auch gut nachvollziehen, dass jemand das eben nicht versteht. Aber jetzt mittlerweile ist die Querdenkerbewegung ja eine Bewegung geworden von Menschen, die das einfach leugnen, dass es diese ganze Pandemie überhaupt gibt. Beziehungsweise heißen die einen für mich vielleicht nicht Querdenker. Beziehungsweise Querdenker ist vielleicht jetzt mittlerweile so eine Institution geworden. Also jemand, der querdenkt, ist ja eigentlich jemand, der sich darüber Gedanken macht, was passiert. Am Anfang von der Pandemie war für mich Querdenken ein positiver Begriff. Mittlerweile durch diese Demonstrationen, wo dann sich auch Rechtsextreme angeschlossen haben, ist die Querdenkerbewegung für mich kein positiver Begriff, der die Kritik an den Maßnahmen rechtfertigt. Alle Studierenden, mit denen wir gesprochen haben, fanden und finden die Einschränkungen an den Unis und in der Gesellschaft allgemein, die wegen der Pandemie gemacht wurden, berechtigt. Die Wahrnehmung der Pandemie durch die Studierenden, abgesehen von den allgemeinen Einschränkungen, sind teilweise sehr unterschiedlich, teilweise aber auch sehr ähnlich. PolitikerInnen wurden zum Beispiel unterschiedlich wahrgenommen. Von Enttäuschung über das Verhalten der PolitikerInnen. Die Verantwortung wurde in der Hinsicht, so wie ich mir das vorstelle, nicht übernommen. Bis hin zu Bewunderung. Es gibt Politikerinnen, die bewundere ich und andere, da denke ich mir, ach Mensch, warum sagst du denn jeden Tag wieder was anderes? Die Wahrnehmung der Beteiligungsmöglichkeiten unterscheiden sich noch stärker, wie wir am Anfang gehört haben. Aus den Gesprächen mit den Studierenden geht hervor, dass die Diskussionskultur in der demokratischen Gesellschaft erhalten bleiben bzw. zurückgewonnen werden muss. Sowohl im Hinblick auf die demokratische Zivilgesellschaft als auch auf die professionelle Parteipolitik. Es gibt keine allgemeingültigen Antworten auf den persönlichen Umgang mit der Pandemie und auch keine einfachen Antworten auf demokratische und zivilgesellschaftliche Herausforderungen durch die Pandemie. Am Ende danke ich allen InterviewpartnerInnen für das Gespräch und euch fürs Zuhören. Tschüss!